am Abend, so wie heute, lach über Freundheit. Und dann mach ma Musik. Und am Abend, so wie heute, lach über Freundheit. Was überhaupt nichts Schönes gibt. Und wir haben unseren Freund eingeladen, natürlich. Herzlich willkommen in Aufgespielt. Wolfgang Ambros. Und zwar sowas von aufgespielt. Und was noch? Und gelacht. So wie euch. Dankeschön. Schön, dass du da bist, Wolfgang. Dankeschön. Ich hoffe, du bist da ein bisschen nervös, weil was wirklich auf uns zukommt, wissen wir gar nicht. Also. Ja, ich möchte aber auch den dritten Mann auf der Bühne begrüßen. Er ist der, der die Ambrosche und die Schmidbauersche Musikwelt heute verkuppeln soll. Und das macht er wie immer wahrscheinlich wunderbar. Martin Kälberer. Wolfgang, wir haben uns gedacht, dass du dich heimisch fühlst. Nach deiner langen Reise spielen wir eins von dir, und zwar eins, das ja jeder kennt. Naja. Lass uns anfangen. Was soll das sein? Ich meine, auch jeder, das würde ja auch mich inkludieren, oder? Ja, kennst du nicht mehr? Ja, ein paar Jahre hast du es gespielt, ich glaube schon. Probieren wir es einmal. Probieren wir es einmal. Und alle seine Toten, der Ende ist für Lebende, er hat ausnahmslos verboten. Weil der Tod eine Festheit gibt, die ganze lange Nacht. Und von dem ist ganz gereiht, bis guten Brauch. Es lebe der Zentralfriedhof und seine Jubilare. Sie liegen sich verfeind schon dort seit über 100 Jahren. Draußen ist kalt und Strud ist warm, nur manchmal ein bisschen feucht. Was drückt die Körper sich, wenn's grob und der leicht? Und jetzt am Zentralfriedhof ist Stimmung, wir sind lebt und nur nicht wohl. Für alle Toten fernhebt er seine ersten 100 Jahre. Zentralfriedhof, auf einmal macht's ein Schnäuzer, ein Moser sich's fiakuliert, hat die Schrammen spülen an Wetter. Auf einmal ist die Musi still und ohne Augen ist. No, das ist über den Arme geht's noch. Auf einmal ist die Musi still. Und alle Augen glänzen. Ich hab da eine andere Idee. Auf einmal ist die Busse still. Und alle Augen glänzen. Wer dort drin steht, der Knochen.
zu der Sinsen. Warum sind Treffen da auf die Stimmung? Wir sind doch nur ein Boot. Alle Toten feiern hätten seine ersten 100 Jahre. Und sicher nicht seine letzten Orte jetzt. 100 Jahre! Ja! Normalerweise geht es ja nicht am Friedhof los, sondern bei der Geburt. So ist es. Aber ich meine, ja, bei mir ist alles anders. Aber auch du bist geboren worden. Hast du eigentlich als Kind so die ersten 10 Jahre deines Lebens viel mit Musik am Hut gehabt? Naja, es hat also in dem Sinn ja gar keine gegeben, weil ich komme da aus dem Wienerwald. Und da hat es also höchstens einmal einen Freddy Quinn, der war der größte Star in Wolfsgraben. Und dann halt andere, Katharina Valente und solche Leute halt. Das war alles, was ich also so gehört habe. Weil das Elternhaus so, der Vater war Lehrer, glaube ich. Der Elternhaus schon gar nicht. Nein, der Vater war eher so auf der klassischen Seite. Der hat halt, also Mozart, das war sein Größtes. Was ich also im Nachhinein durchaus nachvollziehen kann. Und dann halt die Klassiker halt. Ja. Aber auch also andere Sachen dazu kommen dann später. Dein Vater als Lehrer hat ja eigentlich, wollte ja nicht, wegen doch alle Eltern und Lehrer eigentlich sowieso, wollte ja nicht, dass du Instrument lernst? Ja, er hat, also er selber hat ein bisschen dilettiert auf der Violine. Und da hat er eben gemeint, das würde er also gerne mir also vermitteln. Das war, er war ein guter Lehrer auf jeden Fall, aber das hat er nicht gekonnt. Also das war ein sinnloses Unterfangen. Aha. Also ich war noch zu klar für eine ganze Gang, also das ich hätte bei der Halber nicht gebracht oder so. Und man, also das hat jedenfalls damit geendet, dass er einen, also so einen Geigenbogen an mir zerbrochen hat. Ehrlich, oder? War Wut, ja. Oh, und das war es dann bis später dann. Mit der Gitarre mit hast ja, letztlich. Aber ich glaube, ein Mitglied in einer Familie, der hat andere Musik gehört. Dein Onkel muss ein ziemlicher Musikfreak gewesen sein. Ja, ja? Der war aus einer größeren Stadt, der war St. Pölten. Metropole. Und der war also schon nach dem Krieg und so, da gab es ja dann schon, also wenn man gewusst hat, wie man dazu kommt, also auch die richtige amerikanische Musik. Und da war natürlich Frank Sinatra, Sammy Davis und diese Leute natürlich ganz außen vor. Und einer, und den hat er mir halt vorgespielt. Und das habe ich halt dann doch anders wahrgenommen, als wie die Katharina Valente. Und einer, der hat mich ganz besonders fasziniert. Das war der dritte im Bunde, der Tim Martin. Weil das hat mir so taugt, wie der gesungen hat. Also das war, und natürlich auch diese Geschichten dazu, dass der immer Whisky trinkt und so. Da ist man als Zehnjähriger natürlich fasziniert. Und so habe ich also auch in späteren Jahren dann immer wieder und sehr gerne diese Art von Musik gehört. Ein kleines Beispiel zum Beispiel ist folgende Lied. Everybody loves somebody sometimes. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody loves somebody sometimes. There's no telling where it's gonna be. Something in your kiss just told me my sometime is here. If I only had it in my power, I would arrange for every girl to have your charms. And every minute
every hour. Every boy could find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, when look at me world while waiting for someone like you. Everybody loves somebody sometimes. Wenn wir bei verschiedenen Musikrichtungen sind, also du hast gesagt Klassik, ist auch Volksmusik oder Wiener Lieder, erklärt man daheim? Ja, das war schon ein Thema. Also natürlich wurde halt hauptsächlich Radio gehört. Habt ihr gar keinen Plattenspieler gehabt, oder? Oh ja, einen Plattenspieler hatten wir dann später noch. Zuerst war noch Radio und da gab es auch Sendung jeden Sonntag, den Heinz Konrad. Ich würde euch nicht sagen, aber der hat dann auch so Gäste gehabt immer wieder. Ein paar schon, oder? Heinz Konrad. Ja, da sind also dann verschiedene Leute aufgetreten, unter anderem der Herr Moser. Hans. Ja, dabei hat er ganz anders geheißen. Der hat ja Jean Bouvier geheißen. Ein Schmarrn? Ja. Wirklich? Der Jean Bouvier, das passt. Das war sein eigentlicher Name. So heißen andere echten Münchner Kinder heute. Ja, der hat das... Der war unter dem Namen geboren, ist aber in Wien aufgroß geworden und natürlich als Wiener Liedersänger oder als Volksschauspieler, der dann geworden ist, konnte er nicht Jean Bouvier heißen. Nicht? Also hat man das in irgendeiner Weise übersetzt, weil scheinbar heißt Bouvier Moser, was weiß ich. Hast du diese Musik Meng als Kind? Ja, man kam daran nicht vorbei. Also, das war halt allgegenwärtig. Und aber ein richtiger Hit war es nicht, wir sagen Kurm, für mich, also wie gesagt, das, was mich interessiert hat, war eben das eben Gehörte. Das andere habe ich wahrgenommen und zwar in einer Weise, die, wie sich also jetzt in letzter Zeit erst herausstellt, so nachhaltig war, dass ich also ohne weiteres in der Lage bin, das auch selber zu singen. Du singst mittlerweile Moserlieder. Ja. Das heißt, jetzt findest du ihn gut, oder? Naja, das, was braucht, gut Ding braucht Weile oder so. Das war in E. Ja. 1, 2, 3, 4. Wenn ich wohin komm, schau mich alle an. Ich frag mich selber, was ist an mir dran? Ein Blick ins Spiegel bringt mich echt darauf. Mir scheint, ich fall ein bisschen auf. Warum? Weil mein Asel ist so rot, weil ich so blau bin. Ich trink heute für mein Leben gern den Wein. Und wenn ich auch vielleicht schon etwas grau bin, der Wein, der lässt mich jung und fröhlich sein. Dann meine Nase niemand anstoß, dann lade ich ihn gleich auf ein Flaschlein. Und wenn ich mit dem Glasl mit ihm anstoß, dann trinkt auch er wie ich so gern den Wein. Hallo, muss er sein. Das ist meine späte Rache an den ungezählten Abenden, wo ich das habe mithören müssen. Wenn also meine Eltern sich Gäste eingeladen haben, da ist das die Platten auf und auf gespielt und, und dann haben sie dann später noch mitgesungen. Ja. Und, so. Ja. Und dann warst du 13 und du warst damals schon ein Stones-Fan, Rolling Stones-Fan. Ja, das war. Hast aber nicht Gitarre spielen können? Nein. Und war aber meine größte, wie soll ich sagen, mein größter Wunsch. Aber ich habe nicht gewusst, wie ich das machen soll.
Und jetzt muss man das sich so vorstellen, wir haben gewohnt in der Schule. Mein Vater war Lehrer von 4 Klassen, also einklassige Volksschule. Ich bin bei ihm mit Schule gegangen. Und hast dann noch wohnen müssen. Das heißt, bist du überhaupt nicht aus der Schule raus? Nein, ich bin überhaupt nicht aus der Schule. Und eines schönen Tages war es so, dann kam ein Nachmittag eine ältliche, dickliche Frau und hat mit meinem Vater geredet. Und der hat dann gesagt irgendwas, ja, ja, und so, das geht schon und so. Und das hat sich herausgestellt, die war eine Musiklehrerin und ist gekommen, um den Bauernkindern von rundherum halt hauptsächlich einmal die Zirchen beizubringen. Das war Akkordeon. Akkordeon. Wolltest du aber nicht? Nein, das hat mich nicht interessiert. Und ich habe halt, und es ist auch nicht so die Debatte gestanden, und dann sind die Kinder gekommen, so nach der Reihe, und haben halt ihre Stunden gekriegt und so. Irgendwann, wo es fertig war, bin ich dann halt hingegangen zu ihr und gesagt, sagen Sie, kennen Sie auch Gitarre? Und sie sagt, ja, ja, kann ich auch, geht schon. Musst halt eine Gitarre haben. Na, und dann habe ich im Vordern zum Pedeln angefangen und gesagt, bitte, die Gitarre. Na, zuerst wollte er überhaupt nicht, weil ich schon geahnt haben muss, dass da... Was darf ich am Zirkel? Das, was das für Konsequenzen hat. Und, hast du noch eine gekriegt, irgendwann? Zu Weihnachten. Dann ein grausames, schepperndes, rotes Ding, weiß ich noch gut. Eine rote Gitarre, ja. Und mit der bin ich dann halt zu der wieder hingegangen, weil es wieder Unterricht gegeben hat. Und so gesagt, und die hat mir dann die ersten Begriffe beigebracht, nicht schlecht, weil ich habe dann noch, weiß nicht, 2 oder 3 Monaten es doch zu Wege gebracht, Satisfaction zu spielen. Was dein Ziel war? Was mein Ziel war, das wollte ich also haben. Du wolltest gehen, auf geht's, sagt er. Ja, da was mein, das kann auch jeder. Was? Ja, ja, logisch spielen wir das. Ja, ein bisschen Satisfaction. Halt Satisfaction. Fang du mal an. Ja, ja, ich geh durch. Kennst du das, fragt er. Satisfaction kennen hast, hast du dann weiter Gitarrenunterricht genommen? Nein, eigentlich nicht. Nein. Das hat mir gereicht, alles andere habe ich mir dann Autodidakt beigebracht. Also, ich mein, ja. Was immer man davon ja. halten mag. Aber ja. Ein guter Start war es in jedem Fall. Ja, es war dann so, dass es mich eigentlich von vornherein schon gejuckt hat, selber was zu machen. Und ich habe dann aus den 3 Harmonien, was ich konnte, schon eigene Lieder dann gebastelt. Ja, ja. Aber ich frage mich nicht, wie die gegangen sind. Das war also. Nicht, also, ich meine, die Zeit ist vergangen, dann war ich schon 15 oder so. Ja. Und warst eher so auf dem Rock'n'Roll-Trip, also harte Musik, deine Freunde, harte oder? Musik, harte das war, Musik. Also gut, auch, also ich bin ja dann mittlerweile in Wien in die Schule gegangen und da. Internat, glaube ich sogar, gell? Ja, zuerst einmal Internat, aber das hat nichts gebracht und dann bin ich. Du bist ja ein Landei, die meisten Leute meinen ja, du bist ein Wiener, stimmt nicht, du bist ein nein, Landei. Nein, ich bin. Und was war so schrecklich an Wien? Hast du da, hast du dich ausgekannt, oder was? Ja, die Wiener Kinder, das waren böse Kinder. Ich war ja naiv bis in die Knochen, das war... Du warst naiv? Ja, ich war komplett schon naiv, ich habe nicht einmal allein über die Straßen gekannt. Wirklich. Oh, oh, oh. So. Das war wirklich so? Ja, ich bin in Wald, bin ich groß geworden und man, also in Wald kannst du mich heute noch schicken, da wirst kein bist Problem. Bist du daheim oder daheim? Ja. Okay. Aber,
Ja, war dann für die, was waren so dann deine Hits? Waren das lauter Hardmetall-Sachen, lauter Rock'n'Roll-Sachen? Oder ja, was hast du so gehört? Ja, dann mit 14, 15? Wenn's so früh eine geheime Passion entwickelt. Das muss ich dazu, weil das, die meisten Freunde, die ich hatte, die waren alle auf Yardbirds und Animals, das waren halt unsere Heroen, also außer die Stones. Ne? Und ich habe aber dann doch klammheimlich auch immer wieder so die sogenannte Kommerzmusik gehört, ja, die mich doch irgendwie angesprochen hat. Aber das hätte ich nicht zugeben dürfen, das muss ich auch sagen. Hätte ich jetzt gesagt, echt, dass ich auf die Monkees stehe, dann war ich unten durch gewesen. Monkees, große das hat Band. Mir gefallen. Monkees. Ja, und wenn du das heute hörst, dann weißt du auch warum. Weil das Monkees spielen wir unbedingt. Gute, Monkees. Gute. I could hide neath the wing of the bluebird as it sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I write, wipe the sleep out of my eyes. The razor blade is cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean now to a daydream believer and a homecoming queen? Come on. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean now to a daydream believer? Danke, Martin. Danke. Also, bitte was. Habe ich natürlich dabei mitgenommen. Nicht? Ich habe, also, naja, das hat sich dann später als recht günstig erwiesen. Hilfreich erwiesen, du hast schon einmal Kommerzmusik, also diese Negativwertung gibt es eigentlich nicht. Das ist einfach eine Nein, jetzt dann nicht mehr. Es hat dann eine Zeit gegeben, wo ich, also am Anfang meiner Karriere oder wo es halt dann schon richtig losgegangen ist, das Wort sich also von der Bedeutung her massiv gewandelt hat, also kommerziell. War dann kein Schimpfwort mehr, sondern ein Zauberwort. Ja. Das war also was, was man dann zu hören bekommen hat in der Besprechung bei der Plattenfirma. Man sagt, wir brauchen was Kommerzielles, wir brauchen einen Hit. Ja, und das habe ich dann auch schön brav gemacht. Das hätten viele schön brav gemacht, oder? Das sagt er einfach so, wenn man das so rausschneidet. Ja. Du warst dann so 14, haben wir gesagt, und wahnsinnig gerne im Wald, wenig in der Stadt. Weil du schüchtern warst, wie waren das, oder unbeholfen in Wien, wie waren das mit den Mädeln eigentlich? Wann sind so die Mädchen in dein Leben getreten? Naja, das war so um diese Zeit, 14 Jahre. Da, als ich dann wieder zurückgekommen bin in meine Heimat und dann in die Volksschule, also die Hauptschule gegangen bin dann später, ne? Da habe ich also die erste große Liebe getroffen. Die ist da gesessen in der Klasse, wo ich ganz fremd reingekommen bin und es war ja nicht die erste Schule, besucht hat. Ne? Also ich bin ja fast jedes Jahr woanders gewesen. Und, aus disziplinarischen Gründen, oder? Teilweise, ja. Hm. Es ist auch dann später weitergegangen. Ja. Ne? Das war ja schon die vierte Klasse. Danach haben wir also müssen, naja, das würde jetzt da den Rahmen sprengen. Wie auch immer, dieses eine Schuljahr, ja, das war das Schönste meines Lebens. Erstens einmal war ich gescheiter wie die anderen, weil ich bin ja vom Gymnasium gekommen. Einmal! Und vor allem ist es die Evi Semmerath da drinnen gesessen, ein blondes, langmännchen. Evi Semmerath? Evelyn hat es eigentlich geheißen, Evelyn. Und nein, das die, wundern. Die wohnt jetzt in Florida, das ist lange was her. Ich mir habe sagen lassen. Ja. Die wohnt in Florida? Ja. Evelyn Semmerath. Ja, und die hat also mir so ein Glück beschert, wie ich es bis dahin noch nicht kannte. Nicht? Also richtig Hals über Kopf verliebt. Ja. Hat die dich auch dann so zum Mann, darf man das fragen? Hm. Ja.
Mit 14? Ja, unbeholfen, ja. Nein, dann waren schon 14, 15, ja, also um die Zeit. Ich hab mir's fast gedacht, weil du hast ein wunderschönes Lied Jahre später erst geschrieben, ganz lang später, über deine erste große Liebe. Und ich muss wirklich sagen, ich kenne viel Musik von dir. Das ist eins von meinen wirklichen Lieblingsstücke. Das sollte man zumindest anspielen, wenn du magst. Stück hast erste große Liebe. Und ich habe mir überlegt, wir geben dir ein bisschen was vor, der Martin und ich, dass du ein bisschen so fühlst wie auf der Platte. Ganz geht's eh nicht, weil es eine ganze Band war. Mit 14 Jahren ist wieder einmal klar, es fängt ganz was Neues an. Eine neue Schule und eine neue Umgebung und alles so fremd, wie es nur sein kann. Ich war nie bei den Guten, ich war nicht einmal Mittel, ich war immer bei den Gefressten. Bin nur jedes Jahr in einer anderen Schule und immer wieder dasselbe Desaster. Und jeder fragt, wer ist das und wie heißt ihr? Was ist das für einer, wo kommt ihr her, was kann ihr und was weißt ihr? Ich bin angenagelt gesessen auf meiner Bank, ich hab mich nicht einmal umschauen traut. Aber dann hab ich dich gesehen und du hast mich angeschaut. Wir waren uns augenblicklich vertraut. Du warst meine erste große Liebe. Ich hab nicht gewusst, was da passiert mit mir. Ich hab den ganzen Tag nur an die Nacht und in der Nacht hab ich geträumt von dir. Du warst meine erste große Liebe. Ich hab nicht mehr gewusst, was ich tue oder red. Und wir waren beide völlig ahnungslos, doch miteinander sind wir draufgekommen, wie es geht. Du warst meine erste große Liebe. Ich hab nicht gewusst, was da passiert mit mir. Ich hab den ganzen Tag nur an die Nacht und in der Nacht hab ich geträumt von dir. Du warst meine erste große Liebe. Ich hab nicht mehr gewusst, was ich tue oder red. Und wir waren beide völlig ahnungslos, doch miteinander sind wir draufgekommen, wie es geht. Eine lange Zeit habe ich eigentlich geglaubt, ein ganz anderes Lied ist dein Lied an eine erste große Liebe, die in einem Gemeindebau wohnt, vielleicht sogar. Aber die Nummer ist ja gar nicht, vom Text her glaube ich gar nicht von dir, der Prokopetz gemacht. Wer hat die gemacht? Der Herr Prokopetz geschrieben auf eine Anregung von einem weiteren Freund, der das also in irgendeiner Form halt lustig gefunden hat und wir haben es dann auch lustig gefunden. Das war genau die Zeit, so zwickt und das. Und da haben wir eben dann also wirklich auch so einen Gassenhorn nach dem anderen produziert und dann unter anderem der. Und der hat sich aber dann doch als beständig und als evergreen erwiesen. Eine wunderbare Nummer. Das ist, alles du bist die Blume aus dem Gemeindebau. Ich weiß ganz genau, du bist die richtige Frau für mich, du Blume aus dem Gemeindebau. Ohne dich wär dieser Bass so grau und wer dich sieht, sagt nur: Schau, schau, da geht die schönste Frau von Stadler. So wie du gehst, so wie du dich bewegst. Du weißt ja gar nicht, wie du mich erregst. Alle haben bei mir keine Chance. Auch wenn sie so, ich hab eine ganz neue Schüssel. Ja, Franz, ich will von dir nur einmal ein Lächeln kriegen. Du schönste Frau von der Viererstier. Bei mir. Ich kann nur sagen, dass ich
für nix garantiert. Meine Freunde sagen alle, was'n? Kann die Alte wirklich so gut? Ja. Bitte, bitte lass mich nicht so knien. Ich möchte doch nicht meinen guten Ruf verlieren. Du bist die Blume aus dem Gemeindebaum. Deine Augen sind, wenn du an mir vorüberschwebst, so Blume aus dem Gemeindebaum. Merkst du nicht, wie ich mich bei dir eine habe? Du bist für mich die Überfrau. Komm, lass dich pflücken, du Rose aus Stadtlau. Komm, lass dich pflücken, du Rose aus Stadtlau. Hau! Komm, lass dich pflücken, du Rose aus Stadtlau. Das sind halt alles Sonderfassungen. Sonderfassungen, ja, ja, das stimmt. Danke für die Strophe da. Die wollte ich immer schon mal singen, genau die Stelle. Wirklich wahr? Ja, und dann warst wieder auf der Hauptschule, aber das ist auch nicht lang gegangen. Du bist dann ganz weit weg, und zwar abgehauen einfach, weggegangen. Nein, es war ja dann so, ich bin dann über weitere schulische Stationen, das nach der Hauptschule, war ich dann eben wegen der Effi, die ist dann in die Handelsakademie gegangen, nicht? Und da war die Diskussion innerfamiliär, was denn jetzt passieren soll mit mir. Und ich habe dann gesagt, ich möchte auf die Handelsakademie. Mein Vater hat mich angeschaut und gesagt, wieso? Sag ich, weil das interessiert mich, habe ich gesagt. Und, so. Und war dann aber so, ich war dann so konsequent und durchsetzungsfähig, dass ich tatsächlich dann mit der Evi im Zug jeden Tag in die Handelsakademie am Karlsplatz gefahren bin. Und nun ja, lang hat es das nicht ausgehalten, weil sie sich gedacht hat, der Mann ist vollkommen durchgeknallt, entgegen seiner kompletten Neigungen, weil sie ja gewusst hat, was mich interessiert, und so, geht der jetzt da mit mir nur deswegen, weil ich, nein, also, jedenfalls hat es dann Schluss gemacht. Aha. So, jetzt bin ich da gesessen in der Handelsakademie, also, es hat mich nichts mehr interessiert. Was er denkt, was nun, oder? Ja, naja, und dann bin ich eben mitten in der Stadt draufgekommen, da gibt es ja, also ein Lokal zumindest, das hieß Palette. Die Palette, weil es war im Künstlerhaus, im Köller unten und so. Dort bin ich dann irgendwie reingerutscht und habe dort, statt in die Schule, bin ich eben dort gegangen. Nicht? Bin dann mit 7 Fünfer, also das, bei uns gibt es 5er nur, keine 6er, also es ist wieder ein 6er hierzulande, nicht? Ein 5er, 7 Stück im Zeugnis. Habe ich das Schuljahr abgeschlossen. Mein Vater hat gemeint, nein, das ist ja doch, also, Und, aber es konnte nicht sein, dass ich, also jetzt, da, was weiß ich, eine Lehre mache oder so, aber das, nein, die Schule ist schwul, das meint mein Vater halt. Und so wurde ein weiterer Versuch gestartet, da war ich dann, und dann hat es geheißen, und dann, ich habe dann gehört von der grafischen Lehr- und Versuchsanstalt. Da hat es geheißen, das ist eine coole Schule. Da sind coole Typen und so, und da ist es nicht so. Ja, aber da muss man zeichnen können. Das habe ich aber, dann habe ich halt zeichnet. Dann habe ich zeichnet ein paar Sachen, weil das musste man, und dort aufgenommen, da bin ich halt mit der Mappen von Zeichnungen hingegangen und habe das so also präsentiert. Und der hat das angeschaut und gesagt, na, also ja, also zweifellos begabt, aber vielleicht wäre es doch gescheiter, wenn man einen Drucker oder sowas, ist ja auch eine kreative Arbeit, nicht? So war ich dann eine ganze Zeit lang in der, also das ist so, eine Schule, das ist fast wie eine Berufsschule, nicht? Das hat also Werkstatt innerhalb des Schulsystems, und da lernt man das Drucken so, und dann sind 2 oder 3 Tage theoretischer Unterricht und alles Mögliche. Und, na, da bin ich halt hingegangen, dort habe ich den Herrn Prokopetz kennengelernt. In der Druckerei? Er war Offset. Mhm. Ich war Siebdruck. Ja.
Über Siebdruck und so. Siebdruck. Aber wir waren in derselben Klasse. Und da haben wir uns halt kennengelernt und das war halt wie. Und für dahin waren wir dann nur mehr beieinander. Also ich bin dann nach, sagen wir mal, einem guten halben Jahr von der Schule geschmissen worden, aufgrund eines Ereignisses, das ich jetzt nicht näher. Schade. Es war disziplinär, jawohl. Hab dann ein bisschen hin und her gejobbt, bis halt die Ferien angefangen haben. Und dann, und war dann schon, also häufig eh durch den Josef, weil der ist da irgendwie in so einer Clique dabei gewesen, ins Havelka gekommen. Nicht? Und dort hat sich also eine Möglichkeit für mich eröffnet. Eine Freundin hat von einer anderen Freundin gewusst, dass im angesagtesten Plattenladen der ganzen Stadt, das Musikhaus Dreiviertel hat das geheißen, suchen sie eine Kraft. Ein Plattenverkäufer. Hilfskraft, ja. Aha. Ein Plattenverkäufer. Nun, nachdem ich mich also damals ausgekannt habe, wie kaum ein Zweiter in der Musikszene und alles gewusst habe, bin ich halt dort hingegangen und habe mich vorgestellt und die haben mich sofort genommen. Und war dann für dahin ein guter Ansprechpartner für alle die wenigen Leute in Wien, die sich halt wirklich interessiert haben. Und habe denen die Platten ausgesucht und verkauft und war also ziemlich erfolgreich. Dann hat der Geschäftsführer vom Dreiviertel, der hat mich sehr mögen und hat gesagt, ja, ich soll doch einmal nach London gehen. Sag ich, hu. Na ja. Hat der gesagt, ju. Nein, ich hab gesagt, hu. Ja, ja. Weil ich hab natürlich schon ein bisschen Englisch gelernt in der Schule, aber ich habe keine Ahnung gehabt. Nur das von den Texten her und die habe ich auch nur eher phonetisch nachgeäfft, als dass ich es verstanden hätte. Ne? Und dann bist du tatsächlich hingegangen? Ja, und dann bin ich nach London gekommen und dann habe ich dort zum Arbeiten angefangen und das war dann das Paradies auf Erden, weil da sind jetzt die ganzen Hotshots. Also da war der Erich Clapton, war Stammgast bei uns. Und dem hast du Platten verkauft? Ja, und den Jagger und ich weiß nicht wem alles. Jagger, Hendrix auch? Na, Hendrix ist auch gekommen, ja. Der war aber schon damals mit Bodyguard und so. Ah, der war eher schon aber richtig waren, ja. Also es war schon, oder was ist die Winwood, ist gekommen. Mhm. Rod Stewart, oder? Rod Stewart. Im Ernst, ja, oder? Ja, aber der war damals noch nicht der Rod Stewart, der war ja nur bei den Faces dabei. Ja, ja. Der war, und der hat dann gesagt, Wolfel, der war total nett. Ja, ja, der war total nett. Ja, den habe ich halt beraten und so. Und ja. Was das? I am sailing. Und dann bist du irgendwann von London wieder heim und da hat sich viel geändert. Hast du wieder mit deinen Haberer, sagt man glaube ich, bei euch, ja. im Havelka getroffen
Ja, ich habe dann natürlich versucht, meinen alten Job wiederzukriegen, den habe ich aber nicht mehr gekriegt, weil ich meine, da mittlerweile ziemlich lange Haare gehabt auf und London und so überhaupt. Ziemlich verwahrlost, das Ganze. Und die haben in der Zwischenzeit einen anderen gehabt und tut mir leid. Und jetzt bin ich auf der Straße gestanden, habe wieder einmal nicht gewusst, was ich tun soll. Ne? Und dann bin ich halt wieder einmal ins Haarwilke reingeschaut und so. Da sind sie alle dort gesessen. Also, wo warst du so lange nicht? Ja. Und die Freundin, die ich damals gehabt habe, die war auch noch dabei. Also, habe ich dann auch erfahren müssen, dass sie das also nicht mehr aufrechterhalten hat lassen. Und, aber der Josie, der war da und der hat gesagt, also pass auf, mittlerweile auch von der Schule abgegangen natürlich. Und er hat gesagt, also pass auf, ich weiß jetzt, was ich will. Sag ich, und? Und sagt er, ich werde ein Dichter. Sag ich, puff. Ja, und du bist doch ein Musiker, ne, das könnte man ja zusammenarbeiten und hat mir dann so also selbst verfasste Gedichte vorgelegt. Unter anderem bereits der Hofer. Ja. Schau, da liegt der Lech im Ring, sei es nur drin, den Kanal. Erstes ist makaber. Da liegt ja ein Kadaver. Wer ist denn das? Kennst du den bei dem zerstörenden Gesicht? Kann ich das nicht sehen? Der Hofer ist vom Schweizer Haus, der schaut mir so verdächtig aus. Der Hofer hat einen Anfang gekriegt und hat die Leichter massakriert. Raunen durch die Leute, oder jeder hat seine Freude. Der Hofer war's, der Sündenbock, der Hofer, den was eh keiner mag. Und der Haufen bewegt sich viere hin zum Hofer, seiner Türe, die schreit die Leute, komm aus dem Erden, aus ist heil. Geh mach auf die Tür. Herr ist aus mit dir, wer für den Verbrechen muss jetzt so. Geh, komm außer da, wir tragen die Kugel runter, du hast keine Freund wieder die Stangen holen. Mache mir da leid, Schinder, die Justiz, woher dich schwinder, es was glaubst, gell? Es ein Hofer, komm ins raus. Und sie pumpen an die Tier und sie machen ein Graveur, es wir. Und sie treten das Glas ein, dass die Hausmeisterin nicht sei. Die sagt, was ist denn, meine Herren? Das wird doch den Hausfrieden nicht stören, denn eines weiß ich ganz gewiss, na was? Tursila! Dankeschön. Ja. Ambros. Und dann ist ja alles relativ schnell gegangen. Du hast dann auch, lange hat es nicht gedauert, dann hast du ein ganz seltsames Genre geschaffen. Du hast einen Berg vertont. Was mich immer schon gewundert hat an diesem Stück, der Watzmann. Warum der Watzmann? Das ist ein deutscher Berg. Ich hab da auch so viel. Dankeschön. Ja, das ist ja. Das ist der typische Watzmann-Leffi, gell? Naja. Wenn das in Wien gemacht wird, kommen wir da 300 Leffi raufgeflogen, oder? Ja. Ein bisschen klein ist er gerade für heute. Aber ist ja noch nicht so weit, aber bald einmal ruft er wieder, der Berg. Oh, und wie seid ihr auf den Titel gekommen? Na, das auf war den Berg, das, Watzmann? Ja, dass das ein Berg ist, war uns in dem Zusammenhang erst in der Folge klar. Das war eine Geschichte, das hat einen Hund gegeben, der hat so geheißen. Ja, und der
Mit denen haben wir uns eine ganze Nacht lang amüsiert und so. Und erst später dann, also wir sind drauf gekommen, dass das eigentlich ein Berg ist. Und dann ist es losgegangen, weil dann haben wir sie nur mehr angehört. Also ja. den Berg und das und haben wir wüste Geschichten erfunden, die dann der Fredi Tauchen irgendwann einmal so zu Papier gebracht hat. In der Nacht, wo wir alle schon schlafen waren, da ist er hingesetzt und hat so stichwortweise einmal diese Geschichte, die es auch heute noch ist, skizziert. Dann haben wir einmal Szenen verfasst und Lieder dazu geschrieben und das hat sich dann immer mehr und mehr ausgeweitet, also bis zum heutigen Tag. Das ist ein nicht enden wollendes Stück. Also ob das jetzt mir so gut gefällt oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist auch so. Also der lässt mich jedenfalls nicht mehr los. Scheinbar nicht. Vor 3 Jahren haben wir nicht mal drüber geredet, dass du gesagt nie wieder. Oder vor 2 Jahren war es. Ja. Nein, es ist schon aber vor 4 Jahre her. Und ich sage dir was, und ich habe es ernst gemeint bis vor kurzem, aber ich kann nichts machen gegen eine Übermacht, die ganz offensichtlich vorhanden ist. Weil wenn dich 20 Leute mehr oder weniger vor die Wahl stellen, die Freundschaft oder oder der Watzmann. Oder der Watzmann. Das versteht man. Und weil das so ist, lass uns eine Nummer rausspielen. Wir kommen, also um einen Watzmann, ja, kommst also du nicht rum. Ja, also um einen kleinen du Appetizer, damit es halt das... 1, 2, 3, 2... Mit voller Wucht haut's mein Bub in die Schlucht und mein Herz wird's weithin schallt. Schocking! Hau mein Bub, der fällt, hau mein Bub, der fällt, ja! Den Tod hinab, stürzt er in sein grausliches Grab. Ich weiß ja, dass ich ihm helfen sollte. Aber mein Bull, aber der Witz war ja, dass ich das Musical natürlich auch kennt habe. Und irgendwann habe ich auf dem Open Air mal, wo wir uns getroffen haben, einen Wolfgang gefragt und gesagt, du warst du eigentlich schon mal auf dem Berg, mit dem du seit 30 Jahren dein Geld verdienst? Und er hat gesagt, du ehrlich, Alter, ich war noch nie da drum. Und dann habe ich gedacht, er geht eh nicht, weil das ist weit. Das ist also von unten sind es fast 2000 Höhenmeter. Wir sind gegangen vom Watzmannhaus und es sind einmal fast 1000 Höhenmeter dann auf. Noch nie so ein weites Gipfeltreffen gemacht. Aber du hast dich gar nicht so gespart. Du hast von Anfang an Lust gehabt eigentlich, glaube ich. Gell? Das wolltest naja, du noch... ich habe mir gedacht, wenn es eine Gelegenheit gibt, nur in meinem Leben, ja, dann ist es die. Den Werner, da, das sagt, ich mein, diesbezüglich vertraue ich ihm ja. Ne? Und ich muss euch sagen, das war wirklich der härteste Job auch für das Kameratippen, natürlich auch für die, aber auch wie der Wolfgang, der ja nicht jeden Tag auf den Berg geht, aber er hat sich wirklich diese 800 oder 900 Höhenmeter dann aufkämpft. Und das Lustigste war, dass wir natürlich alle gefightet haben und kämpft mit dem Weg. Und natürlich kommst du in den Schnaufer und dann hörst irgendwann das Reden auf, was ja eigentlich der Sinn des Gipfeltreffens ist. Und irgendwann an einer ganz steilen Stelle, wo wir uns alle am Seil gehalten haben, dreht sich er um und sagt, hörst du, Alter, weißt du, was mich wundert? Und dann gesagt, was denn? Dass du keine Fragen hast. Und stimmt das Gerücht, dass also eine deiner Nummern, die einen wunderbaren Sager hat, nämlich dieses Fesch sind wir beieinander. Das ist, hast du geschrieben, wie es der Frau im HWLK trotzdem, da warst du mal wieder und dann musst du irgendeine Frau drauf haben. Stimmt das? Naja, also wo ich sie gekannt habe, waren wir ja, also noch Teenager, nicht? Also ich war 18 oder 19
Und sie war 16 oder 17, nicht? Und, naja, und die habe ich dann aus den Augen verloren, ist dann irgendwie in Italien gewesen oder was weiß ich. Jedenfalls, also 15 Jahre später, komme ich noch wieder einmal nach langem ins Havelka und jemand sagt: Ja, grüß dich, Wolfgang. Und ich schaue und ich schaue zu mir und sage: Adele? Die war verdoppelt. Ja, und dann habe ich so an mir heruntergeblickt. Also, ich meine, ich war dann auch nicht mehr so ein Strich, wie ich einmal war. Nicht? Und so habe ich gedacht: Na, bin ich auch schon so jetzt da irgendwie? Nicht? Immerhin Familienvater und das und das. Und ja, bin dann sehr nachdenklich wieder heimgekommen. Habe mich gesetzt und habe das Lied geschrieben. Da war ich aber, wie gesagt, da war ich 33 oder was. Eigentlich kann man sich ja fast als Visionär bezeichnen für die Zukunft. Ja, also, und habe mir damals nicht vorstellen können, wie es sein wird, wenn ich 57 bin, so wie jetzt. Nicht? Also es gibt Lieder, die überholen sich selber. Da gehört das dazu. Die nehmen sich selbst vorweg. Lass uns, weil die erste Strophe ist wirklich... Righteous Brothers, ja. Wunderbar. Die erste Strophe kann man sich eigentlich rahmen und dann wandeln. Bist du Platon? Oder glaubst du mit immer das nur rein? Meine Augen sind auch nicht mehr die besten. Und dass ich mich einmal irr, das kann schon sein. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Und ich schau nicht mehr so super aus dem Quant. Habe dir weit haben wir's gebracht, fest sind wir beieinander. Wolfgang, jemand, der auch oft im Havelka war, mit dem du auch zusammen, beziehungsweise habt ihr euch gegenseitig Lieder vorgespielt, mit dem du viel Zeit verbracht hast, ist letztes Jahr gestorben. Der Georg Danzer. Wie ist es? Wie sehr beschäftigt dich das immer noch? Wie oft denkst du an Georg? Jeden Tag. Jeden Tag irgendwann einmal. Ja. Wie nah wart ihr euch? Ihr wart gute Freunde. Ganz, ganz, ganz neu. Also, wir haben uns sehr früh kennengelernt. Da war ich also, ich glaube, 20 oder so. Und er halt entsprechend war 4 Jahre älter als ich. Und ja, war dann natürlich auch in den frühen Jahren um vieles reifer, wenn man so will. Aber er hat sich natürlich auch durch meinen jugendlichen Übermut auch immer wieder anstecken lassen. Ich war schon ein eher grüblerischer Mensch, aber dann auch sehr bereit, es einmal so richtig krachen zu lassen. Wir haben uns sehr, sehr gut ergänzt. Gibt es irgendwie, man sagt ja oft, Leute, die am Nahestehen, da kommt immer noch Kraft in das Leben, das man weiterlebt. Spürst du ihn noch? Ja, ich glaube schon. Ja? Ich glaube schon. Ja, ich meine, es ist auch so, dass ich also nicht aufhöre und auch nicht aufhören werde, seine Lieder zu spielen, weil das erstens einmal... erstens einmal also ein Teil von mir ist und das immer wieder befruchtend wirkt und zum Zweiten, weil es mich halt dann doch das Ganze leichter ertragen lässt. Mavo, halt mich fest und halt mich warm. Halt mich dir versteckt in deine Arme. Früher sind wir stundenlang so klein. Lass mich einmal da so aufgehen sein. Lass mich einmal da so aufgehen sein. Kannst du es tun? Ich weiß nicht, warum's mich heut so frisst. Und warum's so finster in mir wird. Ja, ich glaub, es kommt ein schwerer Regen.
Völler gemacht. Ich hab viel zu oft geweint und viel zu selten gelacht. Aber lass mich da nicht sterben deswegen. Lass mich einmal nur zum Aufgehen. Los, wenn einmal noch so abgesehen. Danke. Auch im Namen. Ja, über den Georg kommen wir natürlich zu einem großen Projekt, das euch viele Jahre begleitet hat, aus der 3. Ja. Und wir haben ja selber auch das Glück gehabt, der Martin und ich, dass wir ein paar Mal mit euch mitgespielt haben. So kleine Tourneen, also für uns waren es riesige Tourneen, aber es waren 3-4 Termine in Österreich. Und da haben wir wirklich sehen können, dass ihr nicht nur gern spielt, sondern auch gern lebt. Ihr habt es ja wieder nachher noch gefeiert und es war wunderbar. Und es geht. Ja, nicht immer. Also tun uns nicht so hinstellen. Hin und wieder. Mal, ja, du bist ins Bett gegangen, aber die anderen haben noch. Ja, ja. Also. Genau. So war es eigentlich immer. Ja. Nein, aber es hin und wieder. Also. Ich habe mal von einem guten Freund von dir, den ich vor der Sendung befragt habe, sagen lassen. Da gab es eine Szene, ist 10 Jahre her, in München habt ihr gespielt. Und da gab es eine After-Show-Party. Wie das ja, von der Plattenfirma. Von der Plattenfirma. Musst ja hingehen. du armer Hund. Das Aftershow, das ist immer so ein bisschen schlüpfrig für mich. Das ist meistens für einen Arsch, ja. Und da hat mir der Freund von dir hat mir da eine Geschichte im kolportiert, der war auf dieser Party. Und da hat irgendein Pianist gespielt und hat eine Sängerin gesungen und irgendwann haben sie die angeredet und gesagt, Wolfi, jetzt sing halt du auch was. Mhm. Und du hast die zwar ein bisschen geziert und dann hast du eine Nummer gesungen, die weltweit jeder Mensch kennt. Und ich hab mir gedacht, ich frag dich jetzt einfach, ob du es nicht auch spielst heute. Ja. Hast du es noch drauf? Nein, ja. Das hat ein gestandener Sänger gekannt. Aber da muss ich aufstehen, dafür das geht gut. Ladies and Gentlemen, Wolfgang Ambros mit My Way. And now the end is near. I see myself raise a final curtain. My friend, I see it clear. I drew my case, of which I'm certain. I live the life that's full. I travel each and every highway. But more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. What I had to do, and I saw it through without exemption. I live the life that's full. I travel each and every highway. Oh no, but more than this, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words. One who kneels, the record shows that I took the blows, and I did it my way. Danke schön. Danke vielmals.
machen. Etwas kompliziert zum Spülen. Also ja, mir gebührt auch eine Menge Applaus, dass er das so schlafwandelt. Es gab eine Menge Abschiede in deinem Leben, auch was du jetzt so erzählt hast. Da waren viele Freundinnen, dann ja, die Abschied vom Georg, Abschied damit auch von Austria 3, Abschied auch privater Art. Bist du gut im Abschiednehmen, kannst du das? Na, schon langsam krieg ich Übung. Also das wird jeder wissen, der mein Alter oder drüber ist, dass das dann, also dann doch eine immer öfter wiederkehrende Erfahrung ist, die man macht. Ne? Steckt man es leichter weg? Ja, Abschied, das ist jetzt die Frage, aber es ist halt, es ist, man ist es eher gewohnt, sag mal, ob man es leichter wegsteckt, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Was war dein schwierigster Abschied, darf man das sagen? Naja, das ist jetzt, lately ist also dieser Onkel, von dem ich am Anfang erzählt habe, ja, mit dem Martin und auch mit ihm, da, der ist gestorben. Das hat, noch gar nicht lang her, gell? Naja, das ist erst kürzlich, ja. Den habe ich da nicht gekommen, ja. Aber der war schon ziemlich sehr alt. Sehr, sehr alt, ja. Ja. Es gibt eine der wunderbarsten Abschiedslieder, die ich kenne, ist aus deiner Feder. Und das Stück heißt Baba und Fall nicht. Mhm. Hat der Georg also sehr, sehr gern gesungen. Und das spielen wir jetzt auch einmal. Sitzen da und schauen uns an. Wir reden nix, wenn man über das nicht reden kann. Du rührst in den Kaffee und jeder von uns spielt, dass er so wie es ausschaut, hätte nix mehr aus uns wird. Papa und Freunde und komm gut aus. Was soll ich schick grüßen und mach da nix draus. Papa und Freunde, wir haben eine Chance vergeben. Eine Nacht umsonst aufblieben, aber so ist es Leben. Papa und Freunde, und fall nicht nieder. Und was es sie nicht vermeiden lässt, darum sehen wir uns wieder. Papa und Freunde, 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 Papa und Freunde. Es gab bei dir eine Platte, die in Deutschland der ganz, ganz große Durchbruch war. Das war das Dylan-Album, ja. Im Schlaf. Und ich finde, wir sollten Dylan nicht auslassen. Naja. Mich hat der Weg gewundert, weil das ist ja doch, das ist so eine Heroe, dieser Dylan. Man denkt, der Ambrose, der Hund geht her und übersetzt es in sein Dialekt. Wie gehst du an so eine Dylan-Nummer und machst sie zu deiner sozusagen? Ja, also dass er dann ein derartiger Heroe ist für viele Leute, war und ist, das war mir nicht bewusst zu dem Zeitpunkt. Weil das waren einfach irgendwelche Lieder, die ich leicht zum Spielen waren. Und auch, also wenn man sich dann genähert hat seiner Denk- und Schreibweise, auch relativ einfach umzusetzen. Mhm. Es hat aber gedauert, bis ich die Methode gehabt habe, aber dann ist es eigentlich ziemlich geflutscht. Und ich habe das Album geschrieben in, weiß nicht, 3 Monate oder so. Habe mich aber dann schon sehr damit befasst. Also ich bin also mit Dylan schlafen gegangen, bin mit Dylan wieder wach geworden und habe also alles, was ich gemacht habe, habe das eigentlich in meinem Kopf gehabt. Dann habe ich jetzt ein Lied nach dem anderen fertig gemacht und habe mir also schon bald einmal gedacht, dass man da musikalisch ein bisschen eingreifen muss und ein bisschen strukturieren, weil ja teilweise sehr
wild drauf losgespielt. Nicht? Also gerade in den frühen Jahren hat er, da hat er ja gespielt, so was das so. Hey, wait, from my window, see that you're on Jersey's feet. You're not the one I want, babe. You're not the one I can see. Das war ja ganz wie so. Dann bin ich dann hergegangen. Und hab das, wie gesagt, versucht zu strukturieren. Geh weg von meinem Fenster. Geh, wann du willst, aber geh. Ich bin nicht, was du brauchst. Das musst du einmal verstehen. Du sagst, du brauchst einen Freund, der immer hinter dir steht. Der dich beschützt und dich verteidigt, ob du jetzt im Recht bist oder nicht. Der, was sie für dich zum Trottel macht, aber ich bin's nicht. Hör ich was? Nein, 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 ich bin's nicht. Ich bin nicht, was du brauchst, ich bin's nicht. Noch mehr. Nein, 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 nein. Und vorbei und für alle Zeit zu Ende für mich. Nicht immer nur die defensive Rolle, sondern jetzt wäre ich offensiv. Ich möchte ein Lied von dir spielen. Tatsächlich? Ja. Das habe ich mir jetzt drauf geschickt. Tagelang, jetzt möchte ich das spielen auch. Hast du richtig geübt, oder? Ja. Also das ehrt mich schon sehr. Ja, ja, ja. Nicht, was du... Das ist eine Nummer, die... Nein, also wie Ehre wie Mary ist eine geile Nummer. Das ist wirklich, also,
Hut ab, ich hab's gar nicht gekannt. Deswegen hat er sich gewünscht. Nein. Oh, ich ja, wo du es dann kennengelernt hast. Wie ich es dann kennengelernt habe, habe ich gewusst, das ist es und keine andere. So, kannst das du das auch noch? Ich zeig's euch, wenn du magst. Ja, bitte. Ich kenn sie schon eine Ewigkeit. Sie ist laut und sie ist gescheit. Und wenn sie lacht, dann lacht sie breit. Sie war verheiratet, aber bald war ihr das Leben voll zu Tod und Gold. Da ist sie raus, hat's nie bereut. Ihre Kinder waren bei ihr. Sie hat gar was gejammert, hat sie nie. Sie hat gesagt, ich brauch nirgends, der für mich zahlt. So was kann man sich nur wünschen. Ich war eine Zeit lang oft bei ihr, manchen Abend vergieß ich nie, gestritten, gerät bis in der Früh. Und wie ich ganz am Boden war, da hat's nichts gegeben, da war sie da. Auf meiner Seite völlig klar. Wer sie zur Freundin hat, hat auch der Festhalt in der Not und der Karten. Aus dem Urlaub, jedes Jahr. Und so, dass jeder Trottel schnallt. Manchmal träumt's von einem Haus am Meer. Einfach weg da und kommen mehr. Dass der Traum für sie mal wahr wird, wünsche ich ihr sehr. Wobei man das von dir auch sagen kann, also das war eigentlich schon immer ein Wunsch von dir, gerade ausleben. Also nicht außenrum, nicht schier, nicht falsch. Was heißt da Wunsch? Das war selbstverständlich und wird es bleiben. Soweit ich das noch zu beurteilen im Stand bin, aber ich glaube schon. Wenn du zurückschaust auf das Stück Leben, das gelebt ist, was war dein höchster Wert immer? War es die Freiheit? Na ja, vielleicht ja. Ja? Mhm.
Bist du jemand, der viele Kompromisse hat machen müssen? Oder warst du einer der Glücklichen, die wirklich... Ich hab das machen müssen, habe ich eigentlich nie was. Das war also von der Vernunft her geboten, teilweise Dinge zu tun, die nicht jetzt unbedingt meiner momentanen Stimmungslage entsprochen haben. Aber gezwungen in dem Sinn war ich durch nichts und niemanden. Und das ist schon sehr viel wert. Ich habe damals ein Band, das erste Mal eine Nummer von dir gehört, die mir so ein bisschen als Motto oder als Resümee gut scheinen könnte für dich. Verwahrlost, aber frei, heißt die. Verwahrlost, aber frei. Jeder Recht, der mich verurteilt, ich bin ganz sicher schlecht. Ich bin nicht so, ich bin nicht anders, ich bin kein Herr, ich bin kein Knecht. Doch mir schafft niemand irgendetwas an, egal wer das auch sei. Ich bin verwahrlost und ich weiß es, ich bin verwahrlost, aber ich bin frei. Ich hab die Sonne, ich hab den Regen, ich hab nur das, was mir wer schenkt. Ich bin so einer von denen, die alle nur an heute und nie an morgen denkt. Doch ich mach was um dir und wann es will, und ich genieß mein Leben dabei. Ich bin verwahrlost und ich wann wieder sing. Ich bin verwahrlost, aber ich bin frei. Es kommt, wie es kommt, ich fürcht mich nicht, ich hab nichts zu verlieren. Es kommt, wie es kommt, doch was auch kommt, was soll mir schon passieren? So viele Jahre liegen schon hinter mir und niemand weiß, wie viel es noch wär. Doch selbst wenn ich heute Nacht noch sterben müsst, gab's für mich keinen Grund zum Blären. Denn ich leb so, dass mir nix überbleibt und wenn ich stirb, ist heute vorbei. Ich bin verwahrlost und das wäre bleiben. Ich bin verwahrlost, aber ich bin frei. Wolfgang, war ein heißer Abend heute. Aber auf der anderen Seite ist er durchgelaufen. Heiß ist erschend. Ja, wir nix eigentlich. Wir sind fast am Ende dieses Abends, Wolfgang. Na ja. Fast am Ende von dem Aufgespult. War doch zu befürchten, ne? Ich hab mir schon erträumt, dass dieser wunderbare Aufgespult-Sendung wird. Ein wunderbarer Abend, aber das so schön wird. Na, also jetzt. Hab ich mir nicht gedacht. Ich danke dir ganz, ganz recht herzlich. Ich hab zu danken für die Einladung, für den Zuspruch. Und doch. Wolfgang Ambros. Gerne Spieltauern. Martin Kelberer. Es ist nur... Jetzt ist es so ein bisschen wie beim Kuchenessen. Das allerbeste Stückel mit der meisten Schokolade hebt man sie auf. Ja. Und es gibt ein absolutes Lieblingslied von mir. Da war ich mal nach einem Konzert hinten gestanden. Da habt ihr gespielt, ich glaube in Passau. Damals noch in dieser Riesenhalle. Ja. Und ja, da habt ihr das Lied gespielt. Und auf einmal nimmt mich eine wahnsinnig hübsche Frau, die ich gar nicht kennt, habe in den Arm bei dem Lied und tanzt mit mir. Zu dem Lied, das ich eh schon so gern gehabt habe, seitdem. Hui, ist das eine Nummer für mich.
Und die habe ich mir gewünscht jetzt für zum Schluss und die müssen wir spielen. Langsam wachsen wir zusammen. Wir lachen viel, wir streiten oft, wir fliegen übers Meer. Wir wissen hoher genau, wann's genug ist, doch immer, wo immer mehr. Wir sind uns manchmal völlig fremd, doch froh, dass wir uns haben. Wir haben uns und wir haben uns gern und langsam wuchs mit zusammen. Wir singen uns oft, zwei Monate nicht, ja, das ist halt so, es kehrt dazu. Doch wir riskieren nix, wir prüfen uns täglich. Wir lassen uns klaren. Manchmal träumen wir's furchtbar weit, doch meistens ganz normal. Und manchmal sind wir direkt fromm. Manchmal sind wir unausstehlich und langsam wachsen wir zusammen. Wir machen uns so meistens dasselbe, doch selten und denkt man das Gleiche. Und wenn du bist verbunden bin, jeden Tag aufs Neue. Man fühlt sich ein, das was baut, ist das, was passiert nicht. Doch dass wir zwei uns gekriegt haben, war größtenteils bestimmt. Größtenteils bestimmt. Wir bleiben zusammen, so lang wir wollen und so lang wir uns was geben. Und irgendwie, glaube ich, spür, es wird sein. Was denn? Das ganze Leben. Danke, Herr. Manchmal ist alles einfach. Und dann wieder nicht. Und manchmal ist einfach ein Traum. Doch eigentlich ist es unbeschreiblich. Und langsam wuchs man zusammen. Und langsam wuchs man zusammen. Geht zurück, stehen bleiben, es steht sich gleich wieder. So, drei, vier! Komm her!
der Früh bin ich da. Damit. Und dann. Was macht denn? Ich will Martin Gilbert.